Die Fälle sind aus der Schweiz. So moderiert sie zu ihr. Sein Gegner. Er nennt sich zwar Razorblade, Künstlername. In Wirklichkeit heißt er Roman. Es ist 18 Jahre, er ist hier aus Wiener Neustadt. Herzlichen Applaus. Herzlich willkommen, Razorblade. Peter Dritter Kampf, und das ist natürlich ein absoluter Leckerbissen. Zwei junge, hungrige Wrestler aus Österreich und der Schweiz. Wobei wieder hier ein, ja, kleiner Underdog-Faktor herrscht. Denn Razorblade ist ebenfalls ein ganz, ganz neuer Mann im Wrestling-Himmel hier. Ja, wir haben ihn kurz gesehen in Krems. Er hat sein Rings of Europe-Debüt gegeben und es war auch überhaupt einer seiner ersten Kämpfe. Ja, Auftritte. Ein singles Match, glaube ich, in dieser Größenordnung ist allerdings neu für ihn. Und das ist sein Gegner. Der Match hat ausgepumpt, bevor er überhaupt aufs Eck steigt. Aus der Schweiz. Die Fernlissen hatte, ja, ich würde sagen, so seit ein, zwei Jahren dabei, aber so richtig durchgestartet ist er erst jetzt seit dem letzten halben Jahr, ja. Wir wissen ja damals, als wir noch die SWF in der Schweiz coverten, da gab es ja dieses, diese Rookie-Matches zwischen Helvetic Jamie Gardner und Helvetic Steve Ellison. Ungly Steve Ellison. Ungly oder Pretty oder, ja. Und mittlerweile hat sich dieser Mann gemacht, ist bei der WXW ein, ja, Stammwrestler. Ja, und hat sich auch körperlich weiterentwickelt. Und das muss man dazu sagen, hat kommendes Jahr, Herbst, bereits eine Green Card bekommen und wird ein halbes Jahr in Amerika sein. Zumindest auf Claudio Castagnoli spielen. Richtig. So wieder in Atlanta sein, habe ich in Erfahrung gebracht, bei einem renommierten Camp. Und wird sich dort ja, einiges, ja, anschauen und natürlich auch, ich denke, sich verbessern in allen Punkten. Körperlich? Ja, weiß nicht, wie sehr er körperlich noch arbeiten möchte an sich. Ja, man kann sagen, als er begonnen hatte, hat er ungefähr die Figur von Razorblade. Ja, ungefähr. Also, zwar durchtrainiert, aber noch nicht allzu massig und hat dann ordentlich zugelegt. Also, wenn wir Steve Ellison so Mitte, ich sage mal, ja, Mitte 2007 wiedersehen, ja, ich bin schon gespannt, was er uns dann zeigt. Aber jetzt muss er sich erstmal mit Razorblade hier beschäftigen und der ist natürlich allen beweisen. Razorblade, ein Feuerwerk zu Beginn, Armdrag-Serie, Bodyslam, Ausheber, untersucht Steve Ellison schon das Weite. Razorblade, der ja bei der RWA seine ersten Schritte im Wrestling gemacht hat. Sein Head-Trainer, die kann man ja sagen, ist Slash Power. Doch er hat sich sicherlich auch einiges von Peter White oder wer ist denn noch ein Techniker dort? Ja, Peter White fällt. Oh, oh, oh! Ich glaube, da ist er umgeknickt. Da wollte er Big Back
einen Big Back Body Drop zeigen mit Steve Ellison. Da ist aber mit dem linken Knöchel womöglich in einer Art Lücke des Ringes, das sehr oft vorkommt. Ja, aber es sollte nicht sein, aber es kommt leider vor, der Ring ist etwas alt schon. Ja, deswegen ja bitte. Big Shoulder Block. Da sind natürlich die Massevorteile bemerkbar gemacht, aber. Big Leap Block drüber. Dropkick, den hat er sicher von Peter White. Wenn ich den Ring anspreche, Peter, ab 30. September, da ist unsere große Schöne Eisenstadt. Da gibt es schon dann den neuen ROE-Ring. Also, wir sagen dem Ringverleih Adieu. Gott sei Dank. Es ist sehr gut. Aber, ja, wollen wir uns jetzt nicht in Details verlieren, jedenfalls freuen wir uns schon drauf. Ja, Steve Ellison musste derweil einiges einstecken, wahrscheinlich mehr, als er sich vor dem Match gedacht hat. Der hat ja natürlich das Publikum im Rücken, Razor Blade. Jetzt in der Ecke. Seine Lösung, nein, er löst natürlich nicht fair. Aber das muss er kennen aus dem RWA-Training, das dürfte ihm eigentlich nicht so viel ausmachen. Denn darauf wird Wert gelegt bei der RWA. Allerdings das ist neu. Uppercuts. Und die hat er sicher von seinem Lehrer Claudio Castagnoli gelernt. Und das war eine schlicht und ergreifend eine Watschen. Ja. Side Backbreaker jetzt. Noch einmal. Backbreaker Serie. Nein! Was? Berserker Slam. Front Slam von Steve Ellison. Ja, jetzt muss Razor Blade aufpassen, dass es nicht gleich vorbei ist, denn das war doch eine beeindruckende Serie, die jetzt Steve Ellison da abgefeuert hat. Noch einmal. Dieser Claudio Castagnoli-Style Leaping Forearm auf den Rücken. Boah, da müsste ich doch irgendwie nicht da aufpassen. Er ist doch auch schon lang genug dabei, dass er auf sowas nicht mehr reinfällt. Aber wahrscheinlich ist er durch diesen schweizerdeutschen Akzent so abgelenkt. Ja. Also ich habe kein Wort verstanden, als die Fans nur eingekommen ist. Und da postet er sich weg jetzt vor den jungen Fans da auf der Seite. Gottes Willen. Gewaltige Lariat jetzt. Fürchterliche Clothesline jetzt für natürlich aus Razorblade-Sicht. Wird da zu Boden gehämmert. Lippen jetzt in die Seite. Steve Ellison, das zeigt er jetzt. Oh! Da kann aber Razorblade ausweichen. Ja, und jetzt seinerseits ein Job. Das Publikum ist ja voll auf Seite von Razorblade. Ja, und wieder! Also da ist er einfach zu langsam. Da ist schon ordentlich Zunder dahinter. Shoulder Tag ist von Razorblade. DDT. Aber er muss nachsetzen. Jetzt muss er erstmal Luft holen. Mir kommt so vor, dass die ganzen Rookies da noch Mängel haben, sich eben die Kraft und Kondition gut einzuteilen in einem Match. Und natürlich mit der Erfahrung, aber. Oh, ich war schon was damit, dass er das soll, ne? Ja. Ja, und diese Blätter, die Offensive wurde wieder eingedämmt von Steve Ellison. Herrlicher Backsuplex. Das klingt glaube ich wieder aus dem Freibad von hier. Da gab es sowas auch und da weiß ich natürlich wieder, wie das tut. Vor allem wenn ein Steve Ellison so einen Schlager ausführt.
versucht jetzt den Ringrichter wieder mit diesen Fans hier in Verbindung zu bringen und dadurch den hier abzulenken. Razor Blade wird da hart angenommen an den Ropes, also das war eine ganz linke Aktion, muss ich vergessen. Was wird das sein? Vielleicht ein Brainbuster oder ein... Ja, herrlich, da presst er ihn hoch noch einmal kurz und zeigt einen Vertical Suplex. Es strömt natürlich das ganze Blut in den Kopf vor dem Aufballen und dann... Was würde zum Beispiel noch Flashbauer ihm raten, wenn er hier jetzt an der Ecke stehen würde? Ja, zu kämpfen, also reinzubeißen, durchzuhalten, auf seine Chance zu warten. Vielleicht wieder Steve Ellis mit diesem Versuch, das ist schon zweimal schief gegangen. Es geht auch das dritte Mal schief, also das hat er sich nicht besonders gut ausgemacht. Razor Blade jetzt vom Top Rope, was kommt hier? Eine Aktion, die er wahrscheinlich von Peter White gelernt hat. Nein, eine Blind Clothesline. Wobei es... Das kam er jetzt natürlich... Er versucht natürlich die Entscheidung zu suchen, das ist verständlich, denn... Denkt sich, wenn er schon die Oberhand hat, dann... Sideswalk Slam. Das könnte eine Art Finish werden. Ich weiß nicht, was er drauf hat. Nein, nicht so lange feiern, Razor Blade. Ja, das genießt er natürlich, die Fans. Oh, Abdon, wunderschön, aber daneben. Daneben. Das war vielleicht diese Sekunde, die er sich mit den Fans beschäftigt hat, die ihm da gefehlt hat, aber... Nichtsdestotrotz, botlose Kunst, schön gesprungen, aber. Und was wieder etwas Steve Ellis auf ein Countout hinaus. Ja, da geht aber extra zu diesen Fans hin. Ja, humiliating. Ein Job jetzt. Wir werden wohl zeigen, ja, das ist der Mann, den ihr anfeuert. Und ja. Ja, man muss sich einfach einnehmen. Das ist die Grundaussage hier in diesem Match für Razor Blade. Er muss auf seine Chance warten, die besser nützen als vorher. Nochmal eine Schwäche jetzt mit weiteren harten Uppercuts. Eng gesprungene Job auf den Rücken, also... Heiko Spalli wird aber jetzt abgefangen von Steve Addison. Was zeigt er jetzt? Swinging Rock Button. Aber Steve Addison auch schon geschwächt, sehen Sie es? Kostet Kraft, da diesen Razor Blade mit seinen knapp, wie wir haben, 85 Kilo. 80, 85 Kilo. Rum hier im Ring zu wirbeln und die Fans kein Tönchen leise. Die wollen den Sieg, die wollen Clothesline. Fehler von Steve Ellison und ist jetzt zu ungestüm. Schub kann, Ansatz. Nein, er wollte jetzt eine Art Bulldog zeigen. Ja, aber der hat das mitbekommen. Der hat das mitbekommen. Ausgewichen. So. Und Doppeljob. Axel Dieter. Das sind natürlich Schläge. Herrlicher Dropkick jetzt. Von Steve Ellison, der, ich glaube, er will noch ein wenig spielen, so richtig Schluss machen will er nicht. Ja, aber ganz so einfach geht's dann auch nicht. Ja, einen Upset haben wir heute schon gesehen. Kommt ja etwa der zweite. Hoffentlich kommt Rio nicht nochmal. Das hoffen wir alle nicht. Oh, oh, Moment! Steve Ellison hat jetzt Razor Blade auf den Schultern. Und das war ein Running Death Valley Driver. Das könnte eigentlich sein. Eins, zwei,
Und da hat er nichts mehr entgegenzusetzen gehabt. Das war's. Sieg für Steve Allison. Ja, aber man muss sagen, dennoch einen mehr als eine Talentprobe eigentlich von Razor Blade. Also der hat uns hat zwar einiges gezeigt. In entscheidenden Momenten manchmal einen Fehler gemacht, aber trotzdem ein Kämpferherz und Durchhaltevermögen hat er gezeigt. Und Steve Allison, ja, der wird ja keine Freunde mehr bekommen und er will auch keine. Er will keine Freunde mehr. Da wird zum Referee. Komm raus, seht meine Hand, ich bin der Sieger. Ja. Ja, von beiden werden wir noch mehr sehen in der Zukunft. Und da können wir uns drauf freuen.